Da sind wir wieder, meine Lieben. Mein Name ist Jakob. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Spieler aus der Gruft mit Alan Wake. Wir sind stehen geblieben. Wir haben soeben den Klicker erhalten, mit dem wir anscheinend die Sonne kontrollieren können. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Alan meinte auch, wir fragen es uns besser nicht weiter in der letzten Folge. Wir steigen jetzt ein. Es ist, wenn ich mich recht entsinne, jetzt das letzte Kapitel. Das heißt, wir machen große Schritte aufs Ende zu und vielleicht schaffen wir es ja sogar heute. Ich glaube es zwar noch nicht hundertprozentig, aber vielleicht. Lass uns wieder einsteigen. Surrounded by the beauty of the Pacific Northwest landscape, it was hard not to let doubt creep in one last time. I could still chalk everything up to a dream, a delusion. I had enough imagination to make up something like this, having been in the cabin all this time, trapped in a story inside my head. Gone mad from grief over Alice's death, like Hartman had claimed. There would be no way of knowing. I told myself it didn't really matter. My course was set. Ich habe ja mal vor ein paar Folgen gesagt, dass ich meine, ich mich daran zu erinnern, dass wir ein langes Stück gefahren sind. Ich glaube, das ist das jetzt das Stück. Nicht das, was ich vor ein paar Folgen mal meinte, als wir uns, glaube ich, in Richtung der Mine bewegt haben. Sondern es war, denke ich, das hier. Ich schaue hier übrigens mal. Wow, wahnsinnig gut. Wahnsinnig guter Fahrer. Spitzenklasse. Dass mein Fahrprüfer sieht von früher, der nimmt mir direkt wieder den Fahrschein weg. Den Fahrschein, den Führerschein. Batterien. Sehr schön. Ich glaube, dass hier noch so ein, zwei Einbuchtungen kommen auf dem Weg noch. Wir haben natürlich gerade keine Karte, deswegen sehe ich nicht, wo wir hin müssen. Ich schaue mich hier ein bisschen um. Hahaha, seht ihr das? Hier ist doch was. Hier sehen wir doch einen Pfeil, auf den wir uns hinbewegt haben. Dann wird doch hier sicherlich irgendwo noch ein Versteck sein für uns. Natürlich habe ich jetzt keine Taschenlampe. Aber hier unten sieht es doch ganz gut aus, die Cabin, die hier unten steht. Gott, ich sehe gerade gar nichts, weil ich Gegenlicht habe. Damit ihr mich gut seht. Ich denke doch, dass wir... Ja, hier ist es. Vielleicht bis zur Munition und eine Blendgranate. Sehr schön. Davon haben wir jetzt auch vier, das ist schon sehr solide. Ich denke, dass wir damit auch schon ein gutes Stück kommen werden. Tatsächlich erinnere ich mich jetzt an nichts mehr, abgesehen vom Endfight, der jetzt hier noch kommt. Ich weiß nicht genau, was da in der Zwischenzeit noch ist. Deswegen bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Hier ist noch was. Oh ja, bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. So, Batterien sind auch aufgenommen. Ich sehe leider gerade nicht, wie viel ich habe. Aber ich denke, wir haben noch ein paar jetzt. Aber wir haben es natürlich auch schon erlebt. Habt ihr das gesehen? 360. Haben es natürlich auch schon erlebt, dass wir auf einmal im nächsten Kapitel bzw. in der nächsten Mission alles verloren haben, was wir vorher hatten. Deswegen lieber doch mal ein, zwei Stellen absuchen. Man will ja auch gut vorbereitet sein auf den letzten Kampf. Okay. Ich jetzt hier einmal außen rum oder so? Ich glaube ja. Ah, dann schauen wir uns natürlich nochmal die Barn hier an. Wissen ja nie, vielleicht finden wir darin ja auch noch was Gutes. Ah, die Musik baut sich schon so dramatisch auf. Ich denke, dass wir sehr bald das Ende erreicht haben. Komm ich hier rein? Okay, nee, ich komme hier auch gar nicht rein. Alles klar. Da es hier nicht weitergeht, das richtig sehe. Hier ist nur Abgrund. Ja, hier ist nur Abgrund. Werde ich da jetzt nochmal ranfahren und gucken, ob ich da irgendwie vielleicht dran vorbei laufen muss? Bin ich ganz sicher. Da drin natürlich dunkel ist, könnte sein... da es da drin natürlich dunkel ist, könnte sein, dass wir darin jetzt gleich Feindkontakt haben. Okay, wir haben auf jeden Fall... Ja, das habe ich mir doch gedacht.
There was a link between us, always would be. I could feel its presence again, getting closer. Kann ich in das Auto rein? Nein, okay. Aber schöne Spiegelung. Und auf einmal ist Zuster, Freunde. Entschuldigt bitte. Da musste ich kurz niesen. Es geht sofort weiter. Atsch. Einer erwischt mich immer, ne? Jetzt haben wir natürlich kaum noch Flintenmunition. Ich gehe mal auf den Revolver. Obwohl wir da auch nur 18 Schuss haben. Okay. Dann hier rein ins Auto. Hat der Klicker nicht so lange vorgehalten. Leider. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, das soll ein Pontiac sein. Was wir jetzt fahren, aber... Das ist mein Auto. Der ist nämlich ein bisschen stabiler. Okay, ich kann nicht rein, alles klar. Ja, das ist, irritiert mich zwar jetzt kurz, aber ihr seid nicht wichtig für mich, von daher, wir fahren weiter. So. Ah, schön, dass ich das noch gemacht habe, dass man hier noch so Straßenblockaden hat. Okay, hier will ich rein. Hier gibt es Munition, hier gibt es Nachschub, das ist wichtig. Ah, jetzt sehe ich auch, wie viele Batterien ich habe. Ich habe jetzt 18 insgesamt. Soll das natürlich auf die Füße fallen, das weiß ich jetzt schon. Nein, die will ich nicht haben, aber ich nehme die Schrotflintenmunition mit. Pistolenmunition, sehr gut. This had obviously been the room where Agent Nightingale had stayed when he hadn't been busy harassing me. Dann wird er doch bestimmt gleich hier noch um die Ecke kommen. Hahaha. Was war er, glaube ich, noch nicht. Ich denke, dass der den dickeren Gegner abgeben wird. Als nur jemanden, der zwei Schüsse frisst und dann tot ist. Geht's nicht rein? Geht's auch nicht rein? Und hier geht's auch nicht rein. Okay. Dann halt nicht, wenn ihr nicht wollt. Steigen wir auch gleich mal um, nehmen wir das nächste Auto. Etwas mehr Oldschool. Oh shit. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich muss natürlich die ganze Zeit ein bisschen aufpassen, weil... So, ab hier muss ich wieder laufen. Weil die Karre war jetzt hier auf jeden Fall nicht so gut lenkbar. Man hat ja Erfahrungswerte. Ihr seht, ich ignoriere Gegner auch mal sehr gekonnt, wenn ich das muss. Manchmal muss man nicht kämpfen. Manchmal reicht es auch, wenn man flüchtet. Ah! Das war knapp. Okay. Was bist du? Ah, du bist die Leute vom Auto. Okay, die Lampe vom Auto. Wow, 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 wow. Autsch, 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 von wo? Okay, noch was, noch was, noch was? Das wäre ein tiefer Fall gewesen, Freunde. So,
So, ich fehl jetzt so ein bisschen. Hier. Ist das Ding wieder abgesegelt? Ihr seht also, ich muss immer ein bisschen. Ah! Okay, ah, ah, oh, ah, i, ah, uff. Ich hab grad keine Ahnung. Ah! Ja, shit, da hat's mich erwischt. Okay, gut, war auch dumm von mir. Ich hätte da nicht direkt so drauf stürmen dürfen. Aber das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Vielleicht war kein Nehmer. Ich wechsle dann auch mal. Moment, ich hab. Da. Echt Fackel nehmen war. So. Die drei haben sich erledigt. Jetzt kriegen wir hier. Das war, glaube ich, die rechts, ne? Ja, hier war es die Nummer. Hier war es die rechts. Hier der Kühlschrank aus der Hölle. Ja, bist du. Ah, das gibt's doch nicht. Ah! Ja, okay, so werden wir natürlich heute nicht das Ende erreichen. Aber wir werden mal gucken, wenn ich am Ende das Gefühl habe, dass wir kurz davor sind, wird die Folge vielleicht heute auch mal ein bisschen länger. Aber wie gesagt, ich glaube es nicht. So. Das dürfte hier von gewesen sein. Das ist natürlich die Frage. Bleibt immer. Eins. Das war knapp. Bleibt immer eins komplett ganz, ist natürlich die Frage. So. Das Ding ist abgestürzt. Dann gehen wir aufs nächste. Atsch, 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 atsch. Komm her. Und da ist er abgestürzt. Ha! Hier ist noch was. Hier ist noch was, hier ist noch was, hier ist noch was. Hier bewegt sich noch was. Okay. So. Na komm, Checkpoint. Also ein Poltergeist zu sein, schön zu wissen. Ich lese das jetzt auch das erste Mal. Autsch, 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 autsch. Okay, kurz mal warten, ein bisschen heilen lassen. Wir haben zwar fast das Licht erreicht, aber hier kommt, glaube ich, noch einmal eine Welle. Ich möchte jetzt nicht kurz vor dem Ende sterben. Das wäre mir sehr unlieb. Was willst du denn darstellen, Junge? Ah, ich komme nicht zurück. Ah, sag mir das doch. Sag mir doch, dass ich nicht zurückkomme. Komm, zack. Zack, noch einer. Ich sehe gerade gar nichts. Okay. Holy shit. Da war das Bild kurz schwarz. Oh, ich muss ins Licht. Ganz dringend ins Licht. So, jetzt geht's weiter. Meine Fresse, die Brücke hat uns Zeit gekostet. Ich sehe Gegner. Ich überfahre Gegner. Denkt ihr, könnt ihr mich holen? Haben sie gedacht, da können sie mich holen? Nichts können sie. Gar nichts. Davon nur der Hälfte. Hui. Wait, what? Only America. Hier geht's weiter. Da, 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 da. Nein, 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 gehst du nicht weg. Ah, 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 ha, ha, ha. Monster Truck aus der Hölle, Freunde. Okay. Aber wie ihr wünscht, dann steige ich halt hier auf das dicke Mobil um. Komm, komm, komm. Jetzt ziehen wir es langsam ab.
Ah, da kommst du nicht mehr raus, Junge, wa? Ha! Zack! Dich nehme ich doch mit. Eieiei. Junge, hat der eine Straßenlage. Was zur Hölle? Fliegen uns hier schon die Schulbusse um die Ohren? Na, 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 na. Geht ihr mal weg mit eurem Mist. Komm ich hier durch? Nein, komm ich nicht. Alles klar. Okay. Huh. Was habe ich denn noch in der... Ja, ja, jetzt ergibt das Sinn. Jetzt ergibt das tatsächlich Sinn. Da ist noch eine Fackel, die wir haben. Vielen Dank. So, ja, hier wäre ich auch nicht mehr durchgekommen im Auto. Au! Ah! Hier ist Gu auf dem Boden. Schatten-Ejakulat. Da ich ja, wie ihr wisst, sehr Videospiel-ordnungsbesessen bin, muss ich das leider jetzt erstmal hier komplett vernichten. So, hier du noch. Ah, hier ist so viel von dem Zeug. Durch habe ich... Die ganze Zeit die Befürchtung. Hahaha. Du willst es? Zack, habt ihr das gesehen? Der hat's noch nicht. So. Hä? 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 Noch jemand? Meine Shotgun ist mein bester Freund. So. Du willst auch noch was? Was mit dir? So. So, noch einer. Ah, verkehrt noch nicht. Schuss habe ich noch 7. Ne, das reicht noch für dich. Gott, wie viel sind das denn? So, du noch. Komm her, du hast mir auch schön in meine Shotgun rein. So. Jetzt habe ich leider keine Munition mehr. Doch, habe ich. Haha. Habt ihr das gesehen? Und Revolver Munition kriegen wir auch gleich noch mit. Lade ich die Shotty natürlich gleich einmal nach. Davon haben wir alles. Das ist auch Revolver-Munition. Kommt denn jetzt die ganze Munition auf einmal her? Noch was? Ne, ich will die Fackel haben. Die Fackel. Gib mir die Fackel. Okay. Er will mir die Fackel nicht nehmen. Das haben sie nicht so gut gelöst, ne? Da glitschen die Gegner manchmal ganz schön in irgendwelche Ecken. Nochmal 4 Schuss dürften das sein. Ja. Kommt mal her, Jungs. Da bin ich doch vorbereitet. Haha! Man nutze seine Umgebung für sich. So, noch 10 Minuten auf der Uhr. Da schaffen wir doch bestimmt noch ein Stückchen. Heilung! Und rein in die Bude. Wir cruisen wieder, Freunde.
Hier geht's nicht weiter? Alles klar. Dann werden wir hier lang müssen. Oh, oh, nein, nein. Ernsthaft, habe ich die Karre so eingepackt, dass ich da jetzt nicht mehr rauskomme? Ich will doch. Doch, komm ich. Alles klar. Italienisch eingeparkt, habt ihr das gesehen? Beziehungsweise jetzt italienisch ausgeparkt. Ja gut. Das hätte ich jetzt vielleicht auch so geschafft, aber nun ja. Das konnten wir ja nur nicht wissen. Das ist nichts. Ich weiß, ich höre dich doch atmen, Baby. Ich bin doch schon auf dem Weg. Willst du mich umkommen? So, noch einer? Ja, ja, ja. Abermals, es war es wert. Wo es natürlich immer sehr schade ist, wenn wir dann Ressourcen verbrauchen müssen, weil wir Ressourcen bekommen haben. Aber das muss man dann halt immer abwiegen, ob es das wirklich wert ist. In diesem Fall würde ich durchaus sagen, oh, da war ein Schild. Das ist das wahr. Alle Besucher müssen sich beim Manager melden. Sie müssen einen Haftungsverzicht unterzeichnen, bevor sie das Gelände betreten. Wenn sie ein bestimmtes Teil suchen, fragen sie danach. Zur Selbstentnahme ist eigenes Werkzeug mitzubringen. Tragen Sie Schutzkleidung. Warnung. Schrotthaufen können verrutschen. Schrotthaufen können verrutschen. Gefahrenzone. Ja, ich habe sie doch schon gehört, Jungs. Ach, wisst ihr was, leckt mich am Arsch. Vielleicht wird uns die verlorene Blendgranate am Ende im Arsch beißen, aber das war es mir jetzt wert. Okay, geht's raus. Alles klar. Aber dann gehen wir hier noch einmal kurz hoch. Aha, hier muss ich nämlich auch irgendwas machen, seht ihr? Okay, das Tor geht nämlich auf. Oh yeah, nochmal Blendgranaten. Sehr schön. Ist hier auch noch? Ist hier auch noch irgendwas? Nein, ist nicht. Okay, komme ich einfach nur raus. Alles klar. Dann fahren wir doch noch ein Stück. Wir kommen dem See immer näher, dem Cold Lake. Ist Lake die richtige Übersetzung für See? Bin mir nicht ganz sicher. Aber eigentlich müsste sie das sein. Aber das sieht jetzt hier schon ziemlich geil aus. Also da kannst du schon nichts sagen. Das ist schon geil. Ich habe das Gefühl, ich muss hier irgendwas öffnen, schätze ich mal. Okay. Fackeln und Blendgranaten. Also hier scheint gleich hier ordentlich da... Ups. Scheint gleich ordentlich der Pelz abzugehen. Jetzt natürlich auch die Lampe aus, weil jetzt kommen hier natürlich Gegner. Oh, oh. Oh, ah, der Traktor aus der Hölle. Der Traktor aus der Hölle. Wie war der noch? Nicht mehr viel. So, den haben wir schon mal erledigt. Nein, die will ich nicht haben. So. Noch jemand. Jetzt, wo wir ja einmal bei sind. Hm? 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 Ich höre doch hier immer noch... Hier rummel, hier rammel.
dann steige ich mal meine Karre. Okay, was hat das denn jetzt gerade bewirkt, dass ich das gedrückt habe? Ah, das hat's bewirkt, okay. Du kannst mir hier mal weggehen. So. Haben wir den Friedhof der Autoteile auch hinter uns gelassen? Oh, hab das. Oh, oh, oh! Junge, das war nicht vor Speedpunkte. Und wir haben noch ein Tor. Alles klar. Doch, an diesem Tor, nachdem ich hier diese Box geöffnet habe, habe ich einen Kontrollpunkt erreicht. Ich guck mal kurz, wir fahren mal noch kurz ein kleines Stück. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Meter, um den Kontrollpunkt zu erreichen. Ja. I had to fight my way to the lake through the horrors of the night. I had to flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. Und mit diesem wunderschönen letzten Satz schließen wir die heutige Folge ab. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid jetzt richtig langsam heiß auf das Ende, denn wir sind kurz davor. Haben wir es heute leider doch nicht geschafft in der Sitzung, aber ich denke, dass wir morgen das Ganze, beziehungsweise nicht morgen, sondern wenn ich das nächste Mal aufnehme, das kommt jetzt am Freitag raus, also für euch dann kommende Woche das Ganze in den ersten paar Tagen zum Abschluss bringen können. Wie immer, danke für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Euer Jakob.